Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Angeltag mit uns. Ja, wir sind wieder am Kanal. Wir haben es heute endlich mal geschafft, einen Ansitz zu machen. Haben wir lange geplant, nie hat es gepasst. Entweder war das Wetter schlecht, wir hatten keine Zeit. Aber jetzt passt es endlich, Wetter ist in Ordnung. Und ja, die Fische beißen halt zurzeit beim Spinnfischen sowieso überhaupt gar nicht. Das Wasser ist voller Brutfisch. Die haben gar keinen Bock. Deshalb probieren wir es jetzt mit unserem Erfolgsköder. Grundel. Auf ja. Zander. Genau. Zielfisch ist der Zander. Wir werden mal schauen, was so geht. Ein paar kleine Grundeln fangen, machen wir gleich schon mal. Und dann geht das los mit Poser. Wir zeigen euch so ein bisschen unsere Montagen, wie wir den Köder anködern, beziehungsweise die Grundeln anködern. Mhm. Und dann geht es auf hauptsächlich Zander und Aal. Genau, richtig. Ja. Was noch wichtig ist, weil wir das unter einem alten Video öfter gelesen haben und dann immer wieder beantworten mussten, deshalb sagen wir das jetzt einfach mal hier im Video. Angeln mit Köderfischgrundel ist bei uns im Kanal ausdrücklich erlaubt. Also wir haben uns beim Verein informiert, wir haben den zuständigen Gewässerwart gefragt. Alles ist tipptopp in Ordnung. Also nicht, dass ihr denkt, wir machen hier irgendwas Verbotenes, filmen das dann auch noch und stellen das ins Internet. Ne? Also wir haben uns schon ein bisschen informiert, was man darf und was man nicht darf. Also es ist natürlich auch wichtig, dass wir uns halt einfach an die Vorschriften halten. Ne? Also sollte jeder Angler sowieso tun. Aber dass hier keine Missverständnisse aufkommen, dass wir hier damit gar nicht angeln dürfen, das einfach so machen, dem ist nicht so. Also ist alles in Ordnung. Vor allen Dingen ist es auch echt sinnvoll, die Grundel hier als Köderfisch zu nutzen, weil es eine invasive Art und somit führt man den Fisch dann, nachdem man ihn getötet hat, dann auch wieder einer vernünftigen Verwertung zu. Ja. Also auf das Thema invasive Arten gehen wir vielleicht in den kommenden Wochen oder Monaten nochmal genauer ein. Da können wir vielleicht gespannt sein. Also da ist was in Planung. Und das kann dann vielleicht noch mal einige Sachen irgendwie noch mal thematisieren und behandeln, weil ich glaube, das ist auch ein heiß diskutiertes Thema immer, die Grundel. Genau. Ja, wir nehmen euch jetzt ein bisschen mit, wünschen euch viel Spaß dabei und bis gleich. Bis gleich. Es ist wieder soweit. Jana hat wieder eine Montage gebaut. Sau stolz drauf. Okay, warum wollte ich das mal hier ein bisschen in der Aufnahme zeigen? Es geht los. Hier unten habe ich einen Snap dran und einen Wirbel. Dann kommt eine Perle, dann kommt ein Blei, dann kommt die Pose, habe ich auch der Einfachheit halber an Snap einfach angepackt, wieder eine Perle. Ja, ist mal ein bisschen flexibler mit, ne? Kannst du dann jederzeit noch tauschen. Weil wir brauchen nachher in der Dunkelheit eine Knicklichtpose. Richtig. Genau, damit ich das nicht alles nochmal neu basteln muss, alles am Snap dran. Genau, kommt dann hier nochmal eine Perle und dann kommt hier der Stopperknoten. Ist halt sehr praktisch, weil er durch alle Rutenringe durchgeht, ne? Anders als so ein Plastikstopper oder so, was kann man daran packen. Machst du, glaube ich, auch nie, ne? Nee, weil bei dir noch nie Sinn. Ich knote mir die immer selber. Ja. Naja, auf jeden Fall bin ich mächtig stolz jetzt auf die Montage. Zander gefangen, würde ich sagen, heute. Genau. Oder? Ja. So, und ich angle übrigens genauso. Meins schon mal vorbereitet hier. Zwei Posen sind schon dran. Knicklichter kommen später noch nach, wenn es dunkel wird. Wir angeln hier direkt vorne vor der Steinpackung an der Kante. Eventuell noch mal ein bisschen variieren, wenn keine Bisse kommen, aber in der Regel sind die Fische relativ weit hier vorne. Aal übrigens auch. Wir müssen jetzt erstmal ein paar Grundeln fangen. Das übernimmt Jana, denke ich, gleich mal mit der Stippe. Und dann geht das los. Am besten so kleine Grundeln in der Größe. Perfekt auch für Aal. Deckt man alles mit ab. Jetzt kommt der Master auf Köderfisch. Ja. Oh, ein blauer Schmetterling. Oh, was ich da gerade sehe. Ein Haufen Müll. Jana schreckt sich, weil sie den über sein Fixer-Besteck hier. Das sammeln wir gleich nochmal ein. Machen wir gleich. Ja, das ist echt ziemlich beschissen. Dann kommst du an eine Stelle. Ja. Liegt ja erstmal ein Haufen Müll. Und gleich mal eine Mülltüte raus, ne? Ja. Made ist bereit. Direkt hier vorne. Das ist aber eine Mini-Grundel. Boah, ist die klein. Ich glaube, das ist die kleinste Grundel. Ja. Die kleinste Grundel, die ich bis aber jetzt gefangen habe. Aber guter Aalköder, ne? Auf jeden Fall. Ja. Den nehmen wir. Oh. Wieder die Größe. Ja, ein bisschen größer, ganz, aber ganz kleines bisschen größer. Jetzt sind aber winzige Grundeln. Wir haben hier teilweise so große Grundeln auch gefangen. Ja. Aber die sind nicht verkehrt. So ködere ich übrigens meine Grundeln an, also beziehungsweise die mittelgroßen bis großen Grundeln. Einfach ein Rider Hook. Das ist so ein Haken, Einzelhaken mit noch so einem kleinen
Seitenhaken, der so 90 Grad absteht, den ziehe ich immer so mit dem Vorfach durch die Kiemen bis hinten zum Schwanzende, mache da nochmal eine Schlaufe, stecke also sozusagen die Ködernadel nochmal einmal durch, eine Schlaufe, damit kein Druck auf dem Haken sitzt. Und diesen kleinen Haken, den drücke ich dann immer oben so ein bisschen in die Kopfplatte oder in die Seite und dann steht da richtig schön ab der Haken. Ja, und wie ich das mit kleineren Grundeln mache, zeige ich euch auch nochmal kurz. Oh, Jana ist stolz. Leute, jetzt habe ich eine richtige Grundel gefangen. Die kann man richtig gut benutzen. Das ist eine gute Zandergrundel auf jeden Fall. Perfekt. Sehr schön. Wie schon gesagt, die mittelgroßen und großen Grundeln, die fädel ich immer auf mit dem Riderhook. Bei den kleinen Grundeln mache ich mir den Aufwand nicht. Dann nehme ich einfach so einen Einzelhaken, einfach durchs Maul. Ja. Mhm. Ist übrigens auch die perfekte Größe für Aal. Genau. Und hält. Hält und fängt. Easy. Die bringe ich aus, die andere Route habe ich schon draußen. Ja, okay. Ja. Also ich lote dann immer aus, dass das so ein Blei so knapp über dem Grund ist. Dann hast du ja noch das Vorfach, dann liegt das schön auf. Wir angeln auf Grund. Mal gucken, ob die Krabben uns heute in Ruhe lassen. Ja, es war immer kritisch. Na, mal gucken, sonst müssen wir ein bisschen höher starten. Wir probieren es. Aber wir probieren es erstmal auf Grund. Oh yes. Beide Routen draußen. Eine Pose, oh, ich sehe es gerade selber nicht so. Da. Eine da. Freilauf auf. Und Biber an. Wenn ich merke, dass ich einen Biss habe, meistens sehe ich das ja schon vorher, mache ich immer den Bügel auf, dann kann der Fisch noch ein bisschen leichter Schnur nehmen. Ich habe jetzt leider keine Gummibänder, sonst mache ich es auch oft, dass ich den Bügel aufmache, es im Gummiband irgendwie einklemme, dann ist kurzer Widerstand und dann kann er auch frei ab, aber meistens sehe ich das rechtzeitig und dann mache ich einfach auf. Und halt zur Not ist halt trotzdem immer noch dann Freilauf da. Und wenn so ein richtig guter Biss kommt, dann ziehen die das auch einfach weg. Also dann ist der richtig Alarm. Kein Problem für Zander und Aal. So, Leute, unsere Routen sind jetzt alle fertig. Ja. Also Flora hatte ja seine Routen, glaube ich, schon draußen eben. Mhm. Und ich habe jetzt auch meine Route draußen mit einer kleinen Mini-Grundel. Ich hoffe auf Zander, aber es wäre vielleicht auch ganz gut für Aal. Jo. Auf jeden Fall. Hallo Herr Zander, das ist jetzt die Frage. Du bist jetzt, glaube ich, gerade 18 oder 18.30 Uhr. Ja, halb sieben ist jetzt. 18.30 Uhr. Bisher ging noch nichts. Ne, ist noch reger Schiffbetrieb auch. Mal gucken. Aber wir sind gespannt, was heute hier so vielleicht passiert. Wollen sie heute auch in der Dunkelheit, ne? Ja. Manchmal ist so, manchmal beißen sie ganz gerne auch schon tagsüber. Im Helm. Manchmal erst im Dunkeln, ne? Aber da eigentlich heute so viel Schiffverkehr ist, das Wasser ist relativ früh, wir müssen sie auch tagsüber schon beißen. Ja. Eben ist ja auf jeden Fall ein richtig großer Fisch erstmal geklatscht. Ja. Bestimmt ein Riesenkarpfen. Aber zurzeit ist einfach so schwer, ja, ne? Ja. Fischen, Sommerloch, Stimmung, ja. Nee, außer bei mir neulich morgen, als ich hier in Linden unterwegs war, auf Barsch, ganz früh morgens, da haben die Barsche gebissen. Aber wir waren ja auch schon nachmittags auf Barsch, nichts zu machen. Wir machen die das Maul zu und wollen nicht mehr fressen, ich habe keine Ahnung. Nicht mal auf Wurm. Mhm. Mal sehen. Auf mit Köderfisch bin ich jetzt eigentlich ganz zuversichtlich für heute. Bin gespannt, was heute kommt. Jetzt ist Flores Pose untergegangen. Zieht auf jeden Fall was. Okay. Geht, ja, aber ja. So, irgendwo ist gerade gar nichts, lange kein Boot vorbeigekommen. Nee. Ah, könnte Krabbe sein. Oh, Mist. Aber mal schauen. Ja. Jetzt kommt gerade leider ein Boot da hinten. Ja. Aber ist auch weiter nach hinten gezogen. Ne? Ziemlich gut, ne? Ja. Die Grundeln so ausgefressen sind. Die fressen die immer von innen auf. So, ne? Ja, die fressen die Gedärme immer ganz gerne, ne?
Und ich habe ja gehofft, dass keine Krabben da sind, ey, weil wir erst ganz gut. Ja, aber guter Dinge, ja, aber oft fängt man gerade ganz besonders auf diese zerfetzten Dinger ganz gut Zander. Okay. Oder auch, also haust du die so wieder raus, ja? Ich hau die so wieder raus. Ich habe mal nur noch auf so einen ganz kleinen Fetzen gefangen. Okay. Gut. Flores Brose verschwindet gerade wieder. Aber es sieht schon wieder so krabbenmäßig aus. Oder? Plopp, da ist sie wieder. Seht ihr das, was für, wie das Wasser brodelt mit den ganzen Brutfischen? Das ist echt verrückt. Sind Milliarden solcher, wie heißen die, von Ameisen, die fliegen können, Drohnen oder so. Milliarden im Wasser. Diese Krabben. Das ist echt faszinierend hier. Ja, wir werden das Ganze mal weiter beobachten hier. Ne? Hoffentlich kommt bald der Zander. Oder der Aal. Zander oder Aal? Ist mir eigentlich egal. Zander oder Aal ist mir egal. A bis Z. A bis Z, ja. Das muss mal ein erfolgreicher Ansatz sein, wo ich dabei bin. Wenn Jana dabei ist, klappt das nicht. Nee, bei Zanderansatz klappt das wirklich nicht so gut. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ja, mein Handy verloren. Ja, ich war mit Flora schon ein paar Mal hier. Da lief nichts auf Zander. Wenn Flora mit Julian unterwegs war, haben die immer richtig gut gefangen. Keine Ahnung warum. Ich mache ja nichts an Flores Posen. Wenn wenigstens Flores Posen was bringen würden, ne? Ja. Naja. Egal. Wir melden uns, wenn was geht. Jana hat jetzt definitiv einen Biss. Sie hat richtig Schnur genommen gerade. Ja. Einen kleinen Moment warm. Ja. Ja, ja, hat richtig Schnur genommen über den Freilauf. Alter, das ist geil. Ich gucke und ich denke, wo ist die Pose? Und in dem Moment. Ja, ja, nimmt auch Schnur jetzt noch ein bisschen, ja. Aber kannst du auch jetzt eigentlich schon anschlagen. Du hast einen Einzelhaken vorne drin. Ein bisschen auf Spannung bringen und anschlagen. So eine kleine Runde. Ah, Mist. Zeig mal. Hat er wieder so, losgelassen. Wie das abgezogen ist. Wahrscheinlich hat er gebissen und abgelassen. Der kommt wieder. Der kommt weil, wieder. Wie das gerade abgezogen ist. Ja, der hat wahrscheinlich. Ich habe gedacht, der Fisch ist safe. Wir müssen, glaube ich, den Freilauf dann doch weglassen, machen den Bügel auf und legen was auf den. Oder ich guck mal, ob ich noch einen Gummi habe. Weil der hat wahrscheinlich Widerstand gespürt, haben wir losgelassen. Aber die Pose war noch unten. Ja. Ich habe gedacht, der Fisch ist safe, so wie der eben abgezogen ist. Ja. Ja, der kommt wieder. Näher ran. Was weiter vorne. Oh, das war Adrenalin pur gerade. Ja, das ist geil, ne? War ein Stück oder reicht? Ja, das reicht. Der kommt wieder. Oh Mann, ich war mir so sicher, ey. Der kommt wieder, Jana. Haben Julian und ich auch schon öfter gehabt. Ne? Man hat dann einen Biss und es ist ein Fehlbiss und dann wartet man nicht lange und dann kommt er wieder. Aber es ist gut. Ja, genau. Das ist zum Beispiel hier. Jana hat schon echt gut dazugelernt. Das ist auch noch so ein Trick, den man machen kann. Weil dann kann der Fisch noch viel leichter die Schnur dann wegnehmen. Das spürt er gar keinen Widerstand. Junge, ist die Schnur abgezogen, ey. Mann! Das war so mein. Das ist das Erlebnis hier am Kanal. Das war auf jeden Fall ein Fisch und keine Krabbe. Ja, richtig geil. Da haben wir jetzt mal einen Unterschied hier. Der kommt wieder. Der kommt wieder. Wir melden uns, wenn Jan endlich hier in Essen Fisch landet. Oh, jetzt hat Jan wieder ein Biss. Diesmal, Leute, diesmal warte ich auch. Ich warte. Aber. Ja, man sitzt. Die Schnur? Die Schnur geht, die Schnur geht. Ich habe gerade rausgeworfen vor einer Minute. Ja. Ich habe gedacht, die Stelle ist das gut. Ist, oh, guck mal, guck dir das an. Sieht richtig, kann ne? ich anziehen? Anschlagen? Ja. Ich wünsche mir viel Glück. Ja. Oh. Hängt? WTF, ja. Sauber.
Hängt. Ja. Wow, komm schwer. Komm ran. Schwer. Kescher ist schon mal im Wasser. Schwerer Fisch. Oh, schwerer Fisch. Zander, ne? Zander. Ist kein Aal. Ist kein Aal. Definitiv kein Aal. Oh mein Gott. Oh, er ist ja aber gar nicht so groß. Er ist gar nicht so groß. Ja, war ein Zander. Bring ran. Und er ist im Kescher. Petriana. Petri, dank. Sauber. Zander. Janas erster Fisch. Auf Köderfisch. Der Leute, der hat sich verkauft gerade. Der hat sich verkauft. Ich habe gedacht, der wäre doppelt so groß, ey. Hammer. Wow. Cool. Lass ihn noch mal kurz im Kescher. Das ist ein untermaßiger, ne? Ja, den müssen wir gleich wieder. Kannst du vielleicht gleich im Kescher abhaken. Noch, aber ganz vorne. Guck mal. Perfekt, ey. So soll's. Perfekt, ne? Wenn ein Fisch untermaßig ist, so soll's sein, ey. Ja, Petriana. Erster Ansitzzander. So, da wird schnell wieder schwimmen. Oh, der ist definitiv noch zu klein. Boah, der hat Power. Die Kleinen haben richtig Power. Man denkt, man hat einen richtig großen, ne? Der hat sich gerade so krass verkauft, Mann. Ich habe gedacht, der ist definitiv maßig, den ich dran habe. Adrenalin, geil, ne? Geil, Mann. Mein erster Zander aus dem Kanal. Ja. Per Ansitz. Also mit Grundel. Grundel läuft auf jeden Fall, ja. Ja, da zeigen wir nochmal den Köder. Die war relativ klein, die Grundel. Ja, ich sag ja, da kannst du alles mitfangen, ne? Das ist auch Zander. Hey, dass der auch so gut gehakt hat gerade, ja. Das finde ich gerade richtig gut. Den hat er hier abgezogen. Aber da hat man jetzt den Unterschied gesehen, wenn Fisch beißt, ne? Wie die Schnur abgeht. Ja. Guck mal, der hängt aber nur noch ganz knapp hier. Guck mal. Ja, den hat er einmal da durchgezogen, ne? Ja. Ja. Aber es ist ja auch vorne in der Nase gehakt, ne? Ja. Das funktioniert auch, ne? Ja. Meistens sogar besser, ne? Dann hast du, ja. Weil sonst, wenn du den Kopf hast, dann schlucken sie den schon und ja, dann verangelt man schon. Mach den jetzt vorne bei den Augen, mach ihn nochmal rein. Ja, perfekt. Ja, cool. Hammer. Das war der, der eben schon mal gebissen hat. Habe ich doch gesagt. Kann sein, ja. Die kommen dann immer wieder. Es ist immer wieder so. Sehr schön. Das ja, da geht's. So ein größerer. Ja, oder ich fange. Ich will auch noch einen fangen. Ja, stimmt. Ja. Erste Zander was in the net. Ja, das ist jetzt infiziert, ne? Oh ja. Das war echt spannend. Sonst immer nicht so Lust gehabt auf Ansitz, ne? Ja, nee, ich war eher so der Spinnfischer-Typ so. Aber Aalansitz war halt auch schon ziemlich geil, muss ich sagen. War schon sehr spannend. Also wenn man sich da so echt so ein bisschen reinfuchst. Ich kenne halt Ansitz nur von der Zeit, wo ich noch nicht geangelt habe. Ist halt sau langweilig, ne? Ja, halt, wenn du nicht selber das fühlst, ne? So. Ja. Und jetzt sitzt du hier. Es sind einfach schon 5 Stunden vergangen. Kommt vor wie eine Stunde so. Mhm. Weil du bist halt die ganze Zeit beschäftigt und baust deine Montage, machst dies und das, Köderfisch fangen und bist halt die ganze Zeit heiß drauf, dass die Pose nach unten geht und dann die Schnur abzieht. Das war so krass eben. War so krass. Cooles Gefühl dann auch, das, wenn der Fisch dann hängt, ne? Ja. Man weiß es nicht, ne? Nee. Bei Spinnfischen hast du es direkt, du spürst direkt, genau, fängst dann an. Und hier hast du so, ist jetzt oder nicht? Ich wollte nicht zu früh anhauen so. Ja. Deshalb relativ lange gewartet, aber bestimmt. Aber eine Minute habe ich bestimmt, ne, gewartet. Ja, aber genau, richtig. Aber genau richtig, ja. Und dann habe ich angehauen, da habe ich direkt gemerkt, dass der Fisch hängt. Der hing richtig schön vorne im Winkel, ne? Aber er war, also gut, dadurch, dass er, glaube ich, schon so weit draußen war, hat sich das dann auch so schwer angefühlt, kann es sein? Dass sich das dann schwerer anfühlt, als, also es ist ein anderes Gefühl als beim Spinnfischen einfach, ne? Ja. Also ich habe echt gedacht, es wäre ein größerer Fisch gewesen, aber ich freue mich natürlich riesig über den Zander, aber er war halt nur untermäßig, ne? Ja, aber deshalb bin ich richtig froh, dass er schön vorne gehakt ist, schön vorne im Maul gehakt. Und der kann jetzt noch wachsen und kommt dann irgendwann nochmal wieder. Sehr, sehr gut, ja. Hat gut geklappt. So muss das sein, du. Bin gespannt, was heute noch so geht. Also jetzt bin ich infiziert. Oh, Zander, wir haben noch einige Stunden. Ja. Ja. Aber wir sind auch. Oha, hast du gesehen? Nee. Also hier springen die Fische. Also hier im Kanal müssen einfach so fette Fische drin sein. Oder? Ja. Das ist Wahnsinn. Aber was wir hier an Brutfischen sehen, 1 Milliarde Nachwuchsfische. Also da kann man nicht sagen, im Kanal gibt es keinen Fisch oder so. Was hier vorhin los war, als die ganzen Fliegen auf dem Wasser waren, das Wasser so richtig gekocht, ey. Oh. Na, auf jeden Fall ist Flo's Pose weg. Krabbe. Oh Mann, ey. Ist nur runtergegangen, bleibt stehen, ist Krabbe. Shit.
Der ist auch schon richtig zerfetzt. Auf den haben sie es abgesehen. Warum ja, ne? Komisch. Schon mal so eine Krabben-Ecke da. Die andere gar nicht. Komplett unberührt. Nee. Bei mir ja auch nicht. Keine Ahnung. Ich zeig euch mal, wie zerfetzt der aussieht jetzt. Ja. Das ist, haben sie, die ziehen das dann irgendwo rein, ne? Irgendwo rein, ja. Ja, genau wie die Grunde. Müssen wir erstmal wieder. Guck auf das an. Oh ja, da ist nicht mehr ganz viel, viel Strand. Ja, aber das sind. Köder ich gleich wieder vernünftig an und dann fängt er trotzdem noch. Sag ich was. Also, ja, hast du erzählt, dass da. Macht keinen Unterschied. Ich habe schon mal auf die kleinsten Fetzen, die da noch über sind, habe ich noch Bisse bekommen. Aber vielleicht auch gerade dadurch, dass dann noch so Duftstoffe raustreten, so, ne? Genau, das ist wie Fischfetzen halt im Grunde, ne? Und da. Ja, muss erstmal hinten die Schlaufe wieder lösen. Ja. Ist schade, wenn die ganze Zeit Krabben da am Spielen sind. Ja, aber die. Guck mal, die nehmen das komplett auseinander. Ja. Ja, so. Gut, wir werfen wieder raus, ne? Wir melden uns, wenn wieder Action ist. Und genau, dann geht's weiter. Ja, Leute, es ist soweit. Wir hören auf. Nein. Spaß. Es wird langsam recht dunkel. Deshalb hat diese Pose jetzt ausgedient. Und eine Pose mit Knicklicht kommt jetzt an die Montage. Oh ja. Ich habe jetzt auch gerade den Stopper ein bisschen weiter hochgeschoben, weil ich jetzt ein bisschen weiter auswerfe. Ich habe ja heute so das Zandergefühl, habe ich so. Oh ja, du weißt, wo sie stehen, ne? Ja, genau. Ich weiß das. Aber mal gucken, ne? Da muss ja heute noch was laufen. Stock da wieder rauf. Ja. Hier, das ist die Konstruktion. Da drunter, dann liegt der da so drauf und stützt alles perfekt. Ja. Ich könnte Ingenieur sein, könnte ich. Und lustig. Aber leider bin ich das nicht. Ja. Oh, wer fängt, hat recht. Ja. So, den Müll haben wir übrigens weggeräumt. Ja, genau. Der das ist halt auch mal geil, ne? Wenn du an eine Stelle kommst und darfst erstmal die Angelstelle aufräumen. Ja. Flores Pose ist gerade nach unten gegangen, aber es sieht wieder so krabbenmäßig aus. Jetzt zieht sie doch ganz schön hoch. Na, die Krabben wandern ja aber auch immer. Ja. Das ist Mistviecher. Bei dir ist weniger mit Krabbe, ne? Gar nichts. Ich hatte bis jetzt noch gar keine Krabbe. Don't know, woran das liegt. Nimmt leider keine Schnurrbacke. Zackenaal? Nein. Ja. Ja, voll ausgefressen schon. Ja. Krass, Mann. Ich finde das echt krass. Diese Mistviecher. Ja, man kann es nur mal wieder neu rauswerfen. Ne? Eine Zeit lang bleibt es ja unberührt. Müssen wir in der Zwischenzeit ins Zander kommen. Ne? Ja. Flor hat jetzt die Position seiner Posen bzw. seiner Montagen auch ein bisschen geändert. Eine ist ein bisschen weiter raus, eine ist ein bisschen näher her. Ja, damit wir ein bisschen breit abgefächert sind. Meine Montage steht ein paar Meter weiter. Und wir hoffen, dass da noch ein Fisch vorbeikommt. Das wäre schon nice, oder? Ja. Da muss ja noch was kommen jetzt im Dunkeln. Ne? Ja, wir hoffen jetzt auf die Dunkelheit. Ihr könnt ja mal schreiben, wie es bei euch so ist. Oh ne? Ja. Wenn ihr auf Zander angelt mit Köderfisch, wann so die Beißzeiten bei euch sind. Würde mich auch mal interessieren. Das ist natürlich eine sehr subjektive Wahrnehmung. Wahrscheinlich schreibt jeder was anderes. Das ist wirklich, glaube ich, ganz. Ja, aber uns würden einfach mal eure Erfahrungen interessieren.
wie ihr es so macht. Weil es halt irgendwie wahrscheinlich bei jedem anders ist. Es ist halt auch mal interessant, das zu erfahren, oder? Aber das ergibt sich ja nicht. Vielleicht können wir auch eine Statistik erstellen. Ja. Schreibt uns einfach mal. Es wird uns auf jeden Fall interessieren. So, Flora wollte gerade seine Pose reinholen und Knicklicht reinmachen. Holt euch hier einfach eine Pose aus dem Wasser. Ein Riesenteil, ne? Aber eine richtig große Pose. Guckt euch das mal an, ey. Boah, ey, wie lange wieder Wuschen drin liegt. Ja, guck mal, komplett mit Haken. Ich habe genau den Haken gefangen, glaube ich, hier, oder? Ja, ein Drilling hängt hier noch dran. Guck mal. Das ist ja verrückt. Aber der das hängt, ist... Der Haken hängt in meinem Haken drin. Ja. Ist ein Drilling dran. Crazy. Komplette Montage. Krass. Das findet man nicht oft. Ey, mir fliegt eine Mücke ins Ohr, ne? Ich habe mich gerade schon eingecremt. Fliegt mir trotzdem ins Ohr. So, mein Haken ist wieder frei. Ich habe gerade gedacht, oh, wo ist Flora denn jetzt schon wieder drin? Ja, Mist, ey. Dieses Riesenteil hier. Boah, die ist ganz schön zugeschmantet. Ja, jetzt haben wir noch mehr für unsere Mülltüte. Ich habe gerade noch ein paar Sachen dazu gepackt. Ich habe hier noch so eine, da anders, was ich hier gefunden habe. Eine Feder. Also keine Vogelfeder, sondern so eine Metallfeder. Pff, keine Ahnung. Naja, so. Jetzt wird's aber Zeit. Flora hat einfach nur rausgeworfen und das Knicklicht vergessen. Ja. Ja, das ist auch krass. Naja, auf jeden Fall, wir machen jetzt die ganzen Posen nachtbereit. Und dann melden wir uns wieder, wenn was geht. Okay, jetzt zieht Flores andere Pose ab. Sie geht unter, die Schnur geht mit. Die Schnur geht mit. So langsam zum Fisch wieder, ne? Ja, ist glaube ich wieder Krabbe. Mann, ey. Ich habe aber auch schon mal so ein bisschen gehabt, den Zander. Die waren dann auch so. Da dachte ich auch, ist eine Krabbe, dann war es dann doch ein Zander. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das wickelt sich langsam ab. Aber ich finde, für eine Krabbe ist schon wieder ganz schön schnell. Nee, ist ja gar nichts. Hä? Tut sie doch gar nichts. Ja, jetzt gerade nicht mehr. Oh, meine geht auch unter. Meine Pose ist weg. Ich muss mal kurz zu meiner Pose. Ah, jetzt ist sie wieder da. Jetzt geht sie wieder unter. Okay. Ich glaube, das ist keine Krabbe. Legt ihr den Kescher schon mal hin? Komm, Schnur. Oh, es zieht. Lass ihn aber auch dann. Ja, ist offen. Ah, könnte aber eine Krabbe sein. Was ist mit deinen Hose eigentlich? Weiß ich nicht. Ich höre es dann piepen. Ja, guck mal, bei mir ist wieder da. Ja, aber? Ah, oh, nee, das ist ein Fisch. Guck mal, wie die immer hoch und runter geht. Okay. Doch, das ist ein Fisch. Guck mal. Ui. Ja, das ist ein Fisch. Ja, lass noch aber ein bisschen. Ich warte noch, ne? Ja. Scheiße. Jetzt zieht er richtig. Ja, aber Jana läuft's heute. Wie spannend einfach. Ich hab jetzt so direkt vors Kraut geworfen. Ja, genau. Ist auch ins Krautbett reingezogen, ne? So lange will ich aber auch wieder nicht warten, ja, weil. Soll ich mal machen? Ich hab Angst. So eine kleine. Das hat halt nicht viel gezogen, ne? Ja, aber die ging ganz schön heftig runter gerade. Ich zieh jetzt einfach mal an. Ja, aber ein bisschen Spannung. Oh, da hängt ein Fisch. Ja. Da hängt ein Fisch. Sauber. Oh, da hängt ein Fisch. Ja, Hammer. Wieder ein Zander. Jawohl. Oh Gott. Jetzt ist er drin. Ja. Zander Nummer 2. Ja, seht ihr uns noch? Leute. Bei Jana läuft's. So, ich leuchte mal ein bisschen. So, kurz vorm Dunkel werden. Der Gute ist untermaßig. Ja. Habe ich gerade schon im Augenwinkel gesehen. Ja, kleiner, ne? Aber ein bisschen größer, glaube ich, kann der sein, ne? Gleich wieder am besten im Wasser, im Kescher aus. Ja. Lösen den Köder. So, Zandi ist befreit.
So, da ist er noch mal ganz weiter. Kurz. Schöner zweiter Zander. Ja. Auf Grundel wieder. So. Richtig schnell, gut. Und jetzt kommt er schnell zurück, der Gute. Oh, ja. Puh. Oh, zweiter Zander, Jana. Was soll ich sagen? Bei dir läuft's heute. Oh, Wahnsinn. Richtig gut. So, jetzt müssen wir gleich nochmal meine Route kontrollieren. Ja, wir gehen ja schnell zu Floris Gute. Das ist aber, glaube ich, eine Krabbe gewesen. Ja, wahrscheinlich. Ja, Leute. Zweiter Fisch des Abends. Ja, zweiter Fisch für mich. Ja. Krass, so kann es gehen, ne? Ja. Leider auch untermaßig. Da kann man sich nicht ausruhen. Ja. Meine Route ist wieder draußen mit Köderfisch. Flora hat jetzt seine Pose auch auf meine Seite gestellt, weil wir das Gefühl haben, da läuft es ein bisschen besser gerade. Genau, voll. Und auf dieser Seite sind halt die Krabben irgendwie, auf der anderen Seite sehr, nicht. Sehr, sehr viele Krabben, ja. Ist halt total merkwürdig, dass die so punktuell auftreten. Ja. Ja, das ist einfach wieder ein Erlebnis, ne, oder? Ja. Das ist ein Erlebnis. Das ist Angeln. Immer wieder spannend, man weiß nie, was am anderen Ende der Schnur auftaucht dann, ne? Mann, ey, das ist das, was Angeln ausmacht. Vor allem eben habe ich wirklich gedacht, Mann, da ist eine Krabbe dran, die hat so langsam gezogen. Ja. Ganz, ganz zum Unterschied zum ersten ganz Fisch. Ganz anders, ne? Ja. Obwohl es die gleiche Größe war. Mhm. Komplett unterschiedliches Verhalten. Das fand ich mega spannend, gerade weil ich dachte, boah, das ist 100 pro eine Krabbe. Ich gewartet und gewartet, nicht mehr gezogen. Und ich dachte, scheiße. Angezogen. Aber ich gemerkt, dass der Fisch hängt. Ey. Und dann war ich happy, ja. Ja, ist übrigens hier so die Standardgröße in dem Bereich. Mhm. So kleine Nachwuchszander. Ne? Man hat auch ab und zu mal größere Fische bei. Letztes Jahr zum Beispiel lief es ganz gut. Da waren sehr viele maßige Fische bei. Aber so standardmäßig wirklich so 30 bis 40 Zentimeter. Ja. Ja, die beiden hatten jetzt 40, schätze ich, knapp. Ja, genau. Vielleicht haben wir Glück und es kommt heute nochmal ein größerer. Ja, das wäre schön, ja. Ja. Also ich hatte ja hier schon mal einen richtig, richtig großen Fisch, den ich dann aber leider verloren habe durch Schnurbruch, weil der Fisch halt an der Schnur abgerissen oder aufgerubbelt wurde an der Muschelbank. Ja, ja, aber bitter. Der hat den Köder wieder losgeworfen. Wir haben am nächsten Tag die Montage gefunden. Ich habe sie tatsächlich gefunden. Genau die Montage. Das war Wahnsinn, dass ich das wiedergefunden habe am nächsten Tag. Deswegen bin ich da beruhigt. Ja. Ich habe mich echt geärgert. War ein richtig guter Fisch und den wollte ich echt nicht verangeln. Ja. Aber alles gut gegangen. Habe ich in einem anderen Video die ausführliche Geschichte. Wir haben das schon voll oft erzählt, glaube ich. Könnt ihr mal in den anderen Videos gucken. Genau. Ja, wir können euch gerne mal die Zander... Ansitz, ich glaube, ich habe da eine Playlist zu gemacht. Ja. Können wir euch mal oben verlinken. Genau. Wo wir schon mal Zanderansitz hier am Kanal gemacht haben. Vielleicht auch ganz spannend. Die Videos sind, also ich habe mir neulich mal ein Video angeguckt, was wir am Anfang gedreht haben. Sind qualitativ noch nicht ganz so gut. Aber vom Inhalt her erklärt Flora da die Montagen ziemlich gut mit der Grundel auch. Ich glaube, wir haben das auch ein bisschen anders gemacht als wir heute. Und in einem auf jeden Fall. Und ist halt auch ganz spannend, ne? Wenn ihr Lust habt, klickt mal rein. Genau, so. Jetzt hören wir uns zu labern. Und jetzt kommt noch mal die gute Beißzeit. So, ein Fischfang. Genau. Bis gleich. Jetzt hat er wieder aufgehört, aber gerade hat er richtig Schnur genommen. Ja, Flora hat einen Biss auf jeden Fall. Jo, 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 jo. Jo, jetzt zieht er richtig. Okay. Das ist definitiv ein Fisch. Schlag an, glaube ich. Ja. Geilo! Nicht. Nein! Ganz kurz. Oh, scheiße! Ja, Leute. Jetzt sprechen wir uns nochmal kurz aus dem Auto, weil einfach das Licht ein bisschen besser ist. Ja, genau. Wir haben jetzt abgebaut. Wir haben jetzt gleich... Da sind wir wieder. Guten Tag. Das Auto ist auch müde. Auto sagt, ich möchte schlafen. Ist gleich 2:30. Wir haben jetzt Schluss gemacht. Wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass die Zander dann in die Nacht rein... inaktiv werden, so ein bisschen. Also es ging jetzt nicht mehr viel. Ja, so ab 12 wird echt immer schwierig. Oh, die Krabben werden dann halt. Um 11 hatte ich nochmal einen Biss, ist meine Route nochmal abgegangen, angeschlagen. Fisch hing leider nicht. Aber wieder 11 Uhr, ne? Die magische 11 Uhr Grenze. Ja. Das ist echt verrückt. Jana hat heute aber geliefert, ne? Ja. Hat mich echt gefreut, deine ersten beiden Fische auf Köderfisch. Ja. Beides war untermaßig, aber ich freue mich trotzdem. Ja. Ne? Fisch ist Fisch. Fisch ist für mich Fisch. Genau. Und bleibt auch Fisch. Wir kommen auf jeden Fall nochmal wieder, probieren es wieder und dann ist vielleicht auch mal wieder größere Fische dabei. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Also es waren meine ersten Fische auf Köderfisch übrigens. Ne? Also das müssen wir auch nochmal festhalten. Hm. Auf Wurmansitz habe ich ja schon geschafft, den Aal. Aber Zander, Köderfisch, war noch nie was gefangen. Ansitz. Ja. Richtig gut, das war auf jeden Fall ein gutes Erlebnis heute. Hat Spaß gemacht. Genau.
Ja. Ja, dann hoffen wir, euch hat das Video auch gefallen. Genau. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.